Ich begrüße euch zu einem Unboxing-Video hier bei Ubisoft TV. Wir haben was ganz Besonderes für euch besorgt, nämlich das Guillotine Collector's Case. So sieht es aus, eine ganz besondere Edition des Spiels mit vielen Spielereien, mit vielen Extra-Goodies, sowohl in echt als auch digital. Also eine wirklich tolle Edition, die wir hier haben vom Spiel. Und wir können sie uns schon jetzt ansehen, auch wenn das Spiel selber erst am 13. November rauskommt. Die Rede ist von Assassin's Creed Unity, aber auch Rogue kommt am 13. Für alle, die es noch nicht mitbekommen haben. Es hat sich dann mal ein bisschen was getan am Release-Datum. Also 13. November ist Stichtag für die beiden neuen Spiele von Assassin's Creed. Jetzt geht's aber weiter mit der Edition hier von Unity. Da schauen wir jetzt mal uns erstmal die Box an. Hier seht ihr schon auf der Seite Liberté, Égalité, Fraternité, das Motto der französischen Revolution, was ja auch der Schauplatz ist von Assassin's Creed Unity. Und wir öffnen mal diese Box hier. Guillotine Collector's Case heißt, und das heißt das Ganze, und so sieht auch eine Guillotine aus. Also schon mal ein nettes Gimmick hier vorab. Und direkt kommt uns das Herzstück natürlich entgegen, die Figur mit Arnaud. Wir haben schon mal so ein bisschen hier im Vorfeld die ganzen Drähte hier gelöst und werden das Ganze mal eben rausnehmen und schnell für euch aufbauen. So, okay. Gut, dahinter verbirgt sich übrigens noch was, das zeigen wir gleich. Ich hole erstmal schnell die Figur hier raus. Da haben wir erstmal den Fahnenmast. Hier haben wir Arnaud. Und hier noch zwei wichtige Teile, um das Ganze aufzubauen. Ich stelle das mal eben so Richtung Kamera. Und dann werden wir dieses Plastikteil hier auch mal entfernen. Ich habe den Säbel vergessen. Och du lieber Gott. Hier, ganz wichtig. Zack. So, jetzt bauen wir das mal schnell zusammen. Das geht relativ einfach. Man hat hier so Steckverbindungen auf der Vorder- und Rückseite, die wir jetzt hier im Prinzip einfach nur einbringen müssen. Und dann haben wir die Guillotine auch schon fertig. Muss ich mal gucken, dass ich auch das hier richtig treffe. Muss mal ein kleines bisschen drehen noch. So. Okay. Alles klar, okay. Da haben wir die Guillotine schon mal stehen mit Arnaud. Dann fehlt natürlich noch die Fahne. Die bringen wir jetzt auch mal hier an die rechte Hand an. Unten wird das Ganze fixiert und dann kommt hier oben die Fahne Frankreichs drauf. So, jetzt fehlt natürlich noch der Säbel oder Degen oder was auch immer das für ein Schwert ist. Dazu öffnen wir hier oben diese Griffe, die kann man nach oben rausschieben. So. Und dann können wir das Ganze hier auch in Arnauds Hand einbringen, wieder befestigen. Und dann haben wir diese Figur hier komplett. Also ein wirklich schönes Teil, sehr, sehr detailreich auch gestaltet. Vielleicht können wir unten mal ganz kurz auf diesen Eimer da filmen. Da liegt nämlich auch ein blutverschmierter Kopf. Uah. Also wirklich sehr, sehr schön gemacht. Eine tolle Figur, die ihr hier bekommt mit dem Guillotine Collector's Case. Also eine wirklich schicke Sache. Ich schiebe das mal ein ganz kleines bisschen so zur Seite und wir schauen uns die restlichen Teile hier aus diesem Collector's Case an. Hier hinten ist nämlich nochmal so ein Geheimversteck und dahinter verbirgt sich noch ein Gemälde. Also auch richtig cool. Da sehen wir das gute Stück. Also eine richtig schöne Sache. Man sieht hier quasi Frankreich und beziehungsweise Paris in Flammen. Ja, kann man sich zu Hause mal aufhängen. Eine sehr schicke Sache. Wer hat schon ein Gemälde von Assassin's Creed? Also, finde ich schon ganz gut. Stellen wir mal ganz kurz hier gegen die Figur. Nein, besser nicht. Legen wir mal eben zur Seite. Dann geht es weiter mit dem wichtigen Teil hier unten. Da sind auch noch eine Menge Goodies für euch drin. Natürlich auch als allererstes springt uns entgegen das Spiel. Assassin's Creed Unity für Xbox One. Das Ganze erscheint auch für PlayStation 4 und für den PC. Und als nächstes gibt es dann noch den Soundtrack zum Spiel. Der ist natürlich auch noch dabei. Auch immer wieder eine schöne Sache. Ich stehe ja total auf Spiele-Soundtracks und freue mich immer, wenn man sowas mit in so einer Collector's Edition drin hat. Also wirklich nett. Der Soundtrack ist eigentlich ein Muss. Dann geht es weiter mit dem Artbook. Auch sehr schön gemacht. Auch hier die Materialien wieder. Also alles top ausgewählt. Und da können wir mal so ein kleines bisschen rein gucken in das Artbook.
Viele tolle Sachen sind drin. Wir wollen natürlich nicht allzu viel verraten, denn ihr sollt ja auch noch ein bisschen Surprise haben mit dem Collector's Case. Also eine richtig schöne Geschichte auch hier wieder. Dann geht es weiter mit den Lithografien. Auch immer sehr beliebt. Und wir schauen uns die beiden Lithografien, die dabei sind, mal eben an. So, zwei wirklich schöne Sachen. Auch die kann man sich zu Hause aufstellen oder ja, respektive an die Wand aufhängen. Schöne Lithografien. Dann geht es weiter. Auch eine sehr coole Sache, finde ich. Das ist nochmal die Anleitung hier für die Figur. Eine sehr coole Sache. Das ist eine alte Karte von Paris. Und diese Karte zeigt tatsächlich auch Paris, so wie es ist, im Spiel selber. Da sind auch so ein paar geheime Informationen noch drauf. Also auch das eine ziemlich coole Sache. Und die hänge ich mir garantiert auch hier bei uns ins Studio-Set. Also sowas finde ich immer cool, wenn man das auch dabei hat. Bei so einer Collector's Edition eine sehr schöne Geschichte. Dann haben wir noch zwei andere Sachen. Und zwar einmal ein Kartenspiel von Assassin's Creed Unity. Da zeige ich euch mal ganz kurz so ein paar Karten hier. Also auch nettes Gimmick. Wer hat schon ein Kartenspiel von Assassin's Creed? Hier ist eins dabei. Und dann gibt es zu guter Letzt noch eine schöne Geschichte. Nämlich hier drin verbirgt sich eine Spieluhr, die natürlich auch fachmännisch verpackt ist. Und ich hole sie mal schnell raus. So, kann man auch das Assassin's Creed Logo erkennen. Da drin verbirgt sich die Spieluhr. Und natürlich haben wir auch eine funktionsfähige Spieluhr. Also ziemlich cool, was euch hier alles erwartet. Habe ich noch irgendwas vergessen? Nein, da unten ist kein Geheimfach mehr. Das war's. Was allerdings noch fehlt, was jetzt hier nicht dabei war, ist die Steelbox. Die gibt es natürlich auch noch in diesem Collector's Case. Eine Steelbox, die hier dabei ist, die allerdings bei uns, warum auch immer, nicht mitgeliefert worden ist. Für euch ganz wichtig nochmal, das Release-Datum von Unity und Rogue hat sich beides geändert auf den 13. November. Außerdem, was hier noch dabei ist, neben den ganzen Goodies, die wir hier gesehen haben, sollte ich auch noch auf jeden Fall erwähnen, dass es zusätzlich noch zwei Singleplayer-Missionen gibt hier, also digitalen Extra-Content gibt es auch nochmal oben drauf, und zwar einmal The Chemical Revolution und The American Prisoner, also nochmal zwei coole Extra-Missionen, die ihr hier oben drauf nochmal bekommt und damit nochmal mehr Spielzeit habt. Und jetzt haben wir wirklich alles gesagt. Zu dem Collector's Case hier, Guillotine Collector's Case heißt das Ganze. Eine sehr schöne, sehr hochwertige Geschichte, finde ich wieder toll gemacht von Ubisoft. Und ja, damit sind wir am Ende angekommen. Und wenn euch das Ganze gefallen hat, wie immer, freuen wir uns über einen Daumen hoch. Und natürlich auch, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, den Channel abonnieren. Bis dann.